wichtigste Kampf steht uns ja noch bevor, und zwar jetzt. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Zelda Ocarina of the Time. Uah, wir waren ja im letzten Part bis in den Teufel zum Vorgedrungen. Ja, und ich wundere, ich bin noch ein bisschen erkältet. Also deswegen nicht wundern, falls ich so merkwürdig rede. Falls ich so merkwürdig rede, weil es ja sogar schwul ist. Wir sind jetzt also hier gerade dabei, Mama und Papa Eisenprinz zu besiegen. Zack, zack, zack. Um auf den Weg. Oh. Zum Kampf mit Ganondorf. Zack. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mitgekriegt habt. Ich habe jetzt mittlerweile einen neuen Uploadplan, will ich nochmal hier ankündigen oder ganz groß verkünden. Vielleicht haben es ein paar noch nicht mitgekriegt. Jetzt kommt immer montags, dienstags und freitags mein Hauptprojekt. Und dafür kommen am Donnerstag 2 Folgen Minecraft. Und dann am Mittwoch, wie gesagt. Jetzt in dem Fall Schlag den Raab. Aber irgendwann kommt dann nochmal wieder ein Ersatzprojekt, sage ich jetzt einfach mal. So, wir laufen Etage für Etage. Kommen wir unserem Ganondorf ein Stück näher. Und gleich sind wir oben. Vorher aber ziehe ich mir die Gleitstiefel an. Und Pfeile habe ich schon. Ja. Okay, warte. Und. Halt, halt. Halt, halt. Falls es hier unten noch eine Fee gibt, dann würde ich mir die Fee jetzt mal bitte gerne holen, weil ich sterbe sowieso bei dem ersten Kampf. Also ich meine, der Kampf, der jetzt kommt, der ist ganz cool eigentlich, aber der zweite Kampf, da bin ich immer verkackt. Bis mein hinterhältiger Bruder oder bis mein Lauberger Bruder dann endlich mir gesagt hat, wie es geht. Da habe ich auch gedacht, Mensch, das ist so einfach. So, jetzt gehen wir hoch. Das sind die letzten Stufen. Danach können wir nie mehr zurück. Das Let's Play ist bald vorbei. Ja, mit diesen Stufen kommen wir dem LP-Ende einen großen Schritt näher, leider. Ein großartiges Spiel geht leider zu Ende. Aber hat viel Spaß gemacht. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Der wichtigste Kampf steht uns ja noch bevor. Und zwar jetzt. Oh, krieg wieder Orgasmus. Oh mein Gott. Und da sehen wir Prinzessin Zelda, wie sie gefangen ist in dieser Kuppel. Und da sehen wir Ganondorf. Ja, sie leidet immer noch. Oh. Das, unser Triforce. Ich glaube, das Triforce des Mutes erscheint auf unserer Hand. Da sehen wir Ganondorf. Und da scheint das Triforce der Weisheit, glaube ich, war das. Tja. Warten wir noch sein Stück ab, bis er sein Stück zu Ende gespielt hat. Die Fragmente des Triforce, ich spüre ihre Macht, scheint sich wieder zu vereinigen. Oh scheiße, ich komme nicht so tief runter. Die fehlenden 2 Fragmente. Ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr 2 sie tragen würdet. Okay, die Lache kann ich jetzt nicht nachmachen. Das macht er schon besser. Endlich, endlich. Die 3 Fragmente sind wieder vereint. Sein Umhang, der ja in echt ein Tischtuch ist. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch 2. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente. Ich befehle es. Oh nein, oh nein, oh nein. Was passiert jetzt? Er nimmt uns unsere Kraft. ASPP. Oh Gott. Kann dir nicht helfen, die Augen des Bösen ist so mächtig. Tut mir leid, ASPP.
So. Auf den Kampf freue ich mich schon. Das gesamte Spiel war dann Großmeister des Bösen, Ganondorf. Jetzt ist es also soweit. So, jetzt tut er erstmal so, als wäre er Vitali Klitschko und haut uns die ganze Wand unter den Füßen weg oder den Boden unter den Füßen weg. Und jetzt spielen wir eine Runde Tennis. Federer gegen Nadal oder das Spiel der Neuzeit, Ganondorf gegen Link. So, dann müssen wir ihn jetzt immer mit den Pfeilen treffen, was ich jetzt leider nicht geschafft habe. Scheiße, schon verkackt mich beim ersten Mal, Junge. Okay, ihr wisst ja jetzt, wie das abläuft, ne? So, zack, zack. Ein ganz schneller Ballwechsel. Er wird einfach nicht getroffen oder er lässt sich einfach nicht treffen. Das ist immer spannend. Und dann, wenn er getroffen wird, dann muss man immer schnell reagieren. Wie gesagt, das habe ich jetzt gerade sehr gut vorgemacht. Mit dem Licht oder mit den Fallen des Lichts. Aber das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt lass ich doch mal treffen. So. Und dann müssen wir rüber. Von dem richtig schön aus dem Fresser. Weißt du, so voll. So richtig Bam hat das gemacht. Bam. Ja, war genau wie damals. Als ich den Waldtempel dein Phantom fertig gemacht habe, weißt du, so richtig Bam. Bam. Und danach mache ich halt immer meine Übungen. Scheiße. Ja, und als er dann vorbei war, dann habe ich nur einen getreten. Glaube ich. Oh ja, ich mache da jetzt mein Schild immer vor, ey. Ich habe da keinen Bock drauf, unnötig meine Herzen zu verschwenden. Jawohl. Oh, aber dadurch geht natürlich unsere Energieleiste ganz schnell verloren. Scheiße. Mann! Mann, ey! Ganondorf! Ganondorf, du kannst ja nichts. La 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 la. Oh, Scheiße. Ich stell mich mal ein bisschen hier hin, so. Ach, ist das schön. Wie gesagt, darauf freue ich mich das ganze Spiel über. Weil das zum Schluss ist eigentlich nochmal so ein Höhepunkt des Spiels. Also, das Ganze, was davor kommt, ist eigentlich Vorbereitung auf das, was hier kommt. Ganz zum Schluss. Die beiden wirklich epischsten Kämpfe kommen zum Schluss eigentlich. Ja, wenn wir dann die Siegel durchbrochen haben, dann war es ja auch nicht mehr so weit. Mussten wir noch zwei, drei Gegner besiegen, die ein gefundenes Fressen für uns waren. Und dann, ja, sind wir jetzt hier und spielen ein bisschen, wie gesagt, Tennis der Neuzeit. So spielt man bestimmt mal Tennis in Zukunft, so im Jahre 2050 oder so, oder 2100. Dann haut man sich nicht mehr mit Tennisbällen, dann haut man sich nicht mehr die Tennisbälle um die Ohren, sondern solche Laserkugeln oder was weiß ich, was das für Kugeln sind, hör mal. Ich bin ja nicht böse, also woher soll ich das wissen? Das gibt's doch nicht. Zack, 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 zack. Bam! Und weiterer Aufschlag. So, ich denke mal, dass wir das in diesem Part nicht ganz schaffen würden. Ich werde den Part jetzt gleich mal unterbrechen, oder was heißt unterbrechen, beenden. So, nein! So. So, mal gucken, wenn er jetzt danach nicht zerstört wird, dann mache ich, glaube ich, mal einen Cut. Das heißt, einen Cut, dann mache ich mal kurz Pause. Der gibt's doch nicht. Sag mal, was hat der für einen Umhang, Junge? Der ist doch was kaputt. Gott! Sieht echt aus wie so ein Teppich handgenäht. Zack. Bam. Bam, Junge. Tse. Oha. Schnell reagieren. Schnell auf den rechten C-Knopf gedrückt und schnell auf den linken. Und dann loslassen und ab geht die wilde Post. Okay. Ah, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Part ist jetzt nicht so lang. Ich werde ihn aber mal hier beenden. Und dann machen wir im nächsten Part weiter mit dem Kampf gegen Ganondorf. Also, bis im nächsten Part. Euer HSPP, hoffentlich dann nicht mehr verschlupft. Tschüssi und danke fürs Zuschauen.